Hallihallo und herzlich willkommen in meinem Duftstübchen. Ich habe euch ja versprochen, wenn die Duftlampe des Monats Februar bei mir eintrifft, dann werde ich euch sofort Bescheid geben, werde sie euch vorstellen und dass ihr schon mal wisst, was euch am 1. Februar erwarten wird. Denn am 1. Februar kommt nicht nur der neue Katalog raus mit tollen neuen Düften. Nein, es kommt auch eine tolle neue Monatslampe und ein toller neuer Monatsduft. Unsere neue Monatslampe heißt im Februar Blue Agate. Einige von euch haben sie sicher schon auf Fotos gesehen. Viele Beraterinnen haben die Fotos auch schon gepostet. Oh, ich bin müde. Sorry, es war ein langer Tag. Jetzt habe ich sie live da und jetzt möchte ich sie euch gerne zeigen. Zur Duftlampe, ich zeige euch die erst und dann erzähle ich euch noch was dazu. Also, die Duftlampe ist aus Glas, Glasschale, Glasduftlampe. Und auf dieser Duftlampe ist quasi eine Folie drauf gearbeitet. Und diese Folie ist vom Muster her dem Achatstein nachgebildet. Also ihr kennt ja sicherlich diese Achatsteine. Der ist hier drauf gedruckt. Und soll quasi dieses Symbol des Achatsteins weitertragen. Was ich total schön finde, weil dieser Gedanke dahinter, den finde ich mega. Also da hat Sensi sich wirklich Gedanken zugemacht zum Thema. Und ich zeige euch das Ganze mal eingeschaltet. Sind halt ganz viele verschiedene Blautöne, von Eisblau über Hellblau bis richtig dunkles Königsblau ist alles vertreten. Und ich erzähle euch mal was zum zum Hintergedanken der ganzen Sache, also wo ich jetzt mal von ausgehe, wo der Hintergedanke lag, weil wenn man bei Google mal nachschaut nach dem blauen Achat, dann steht dort, dass der Achat zu den Schutzsteinen gehört. Er hält negative Energien fern und führt zur inneren Balance. Achat-Heilsteine können Ideen hervorbringen und bei vielen seelischen sowie körperlichen Leiden helfen. Heilsteine wurden bereits in der Antike schon eingesetzt und selbst Aristoteles wusste schon um die Wirkkraft der Heilsteine. Und heute werden die halt meistens in der Naturheilkunde eingesetzt. Und der Heilstein Achat wirkt langsam, entfaltet dafür aber eine enorme Kraft. Und er stärkt halt auch das Selbstbewusstsein als Heilstein. Und da, denke ich mal, liegt einfach dieser Gedanke von Sensi hinter, ja, dass diese Lampe einfach für Kraft, für Energie, für Selbstbewusstsein steht. Alleine schon das Design ist ja sehr, sehr, sehr beruhigend, also finde ich jetzt so diese Mineralsteine. Also ich finde, wie soll ich euch das jetzt sagen, dieser Gedanke hinter der ganzen Sache, den finde ich schön. Also dass man mal weiß, wofür dieser Achat überhaupt steht, was dieser Achat überhaupt bedeutet und diese Bedeutung dann mit dieser Duftlampe in Verbindung bringt und
Ja, ihr müsst euch das dann so vorstellen. Ihr stellt euch die Duftlampe an einen Ort, wo ihr euch auch aufhaltet. Die strahlt dann halt durch dieses Blau eine unwahrscheinliche Ruhe aus. Ihr macht hier oben euren Duftwachs rein, euren Lieblingsduft und ja, könnt dann entspannen. Ihr könnt Kraft schöpfen, ihr könnt zur Ruhe kommen, euch selbst ein bisschen finden. Das ist so, denke ich, der Gedanke hinter dem Ganzen, dass sie euch Energie gibt. Klar, es ist kein Originalstein, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber zu diskutieren, aber ich fand diesen Grundgedanken dahinter eigentlich schon sehr schön. Und also ich weiß es jetzt noch nicht hundertprozentig. Ich gehe aber davon aus, dass auch diese Duftlampe nächsten Monat, also sie bekommt auf jeden Fall die 10%, das ist klar. Und ich denke, dass die auch irgendwo bei 71 € liegen wird. Also ihr zahlt dann die 63,90 € für die Duftlampe des Monats Februar. Letzten Monat waren wir mehr so in der rotbeerigen Farbrichtung. Jetzt geht es mehr ins Blaue, ins Aqua. Ja, also für Leute, die so auf Blautöne stehen, ist diese Lampe wirklich perfekt, weil die alles widerspiegelt, was es an Blautönen gibt. Ihr könnt sie euch drehen und wenden, wie ihr möchtet, von welcher Seite ihr sie sehen möchtet. Das ist unsere Duftlampe des Monats Februar. Unsere Blue Agate. Und dann dazu gibt es einen neuen Monatsduft. Das ist Sunburst Bamboo. Den habe ich jetzt schon oben in meiner Duftlampe. Und ja, ich habe gesagt, wenn man den so aufmacht und das erste Mal dran riecht, das ist so, ja, wie wenn man Hecke frisch schneidet. Also wenn ihr quasi ein Blatt zerdrückt, wo dieses extrem frische, dieses extrem grüne. Ein ganz, ganz klarer Duft, finde ich. Also schon irgendwie so ein bisschen, ja, nicht richtig aquarisch, aber frisch. Also so, da ist dieser leichte Touch Gurke, aber wirklich nur ganz leicht. Also ich rieche jetzt keine extreme Gurke. Es geht mehr so in dieses Grün. Also wenn ich die Augen zumache und rieche, dann ja, so saftige Wiese. Das ist, denke ich, dieser Bambus, der da drin ist. Frischer Bambus. Dann diese leichte Gurke. Und so hinten, ganz hinten, so ein leicht blumiger Geranienduft. Also wirklich nur ganz, ganz leicht. Also der geht mehr so. Ja, in diese extrem frische Luft, frische grüne Wiese, so in die Richtung. Für Leute, die jetzt auch nicht so extrem starke Düfte mögen, kann ich mir den echt perfekt vorstellen. Ich hatte den heute oben in meiner Lampe und ich bin vorhin nach Hause gekommen und ja, mir kam so ein ganz klarer, frischer, grüner. Ich kann euch das gar nicht richtig beschreiben, aber es ist wirklich, es ist ein schöner Duft. Es ist ein, finde ich, beruhigender Duft. Also nichts, was irgendwie aufwühlt oder so. Also eigentlich perfekt zum Thema, der Lampe. Und den wird es auch geben mit 10% im Februar. Statt 8,50 € für 7,65 €. Und unsere Duftlampe des Monats bekommt ihr auch mit 10% ermäßigt.
Sobald ich einen richtig festen Preis habe, werde ich ihn euch mitteilen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass auch diese Duftlampe 63,90 € kosten wird, so wie die letzte auch. Ja, ich wollte sie euch zeigen, ich wollte sie euch nicht vorenthalten. Ich habe es euch versprochen, dass ich sie euch sofort zeige, wenn sie da ist. Ich kann hier oben das auch noch mal abnehmen, dass ihr noch mal hier reinschauen könnt. Da könnt ihr sehen, dass die Folie von außen auf die Lampe aufgearbeitet wurde. Also ihr merkt hier, wenn ihr hier drüber fasst, merkt ihr die Folie jetzt eigentlich nicht. An manchen Stellen ganz leicht. Also jetzt nicht denken, das wäre jetzt wie bei so einem Einmachglas, dass man das abziehen kann. Also nein, die ist richtig mit dem Glas verarbeitet. Also ich muss sagen, am Anfang auf dem Bild habe ich sie gesehen, da war ich jetzt nicht so begeistert. Gedacht, okay, mal schauen, wie sie aussieht, wenn sie live kommt. Und ich muss sagen, also je länger ich sie mir anschaue und je öfter ich sie anmache, umso schöner finde ich sie eigentlich. Ich finde die auch total beruhigend, weil wenn man sich mal hier diese ganzen Details anguckt, diese ganzen vielen kleinen Steinchen und ja, ich finde sie einfach schön. Und die wird mit Sicherheit auch irgendwo einen Ehrenplatz bei mir finden. Ich hatte vorhin mal eine blaue Glühbirne drin. Ich hätte sie euch auch gern gezeigt. Sah auch echt schön aus mit blauer Glühbirne. Leider ist mir die Glühbirne runtergefallen. Und sie ist kaputt. Und ich habe leider keine blaue mehr da. Sonst hätte ich euch das gerne nochmal gezeigt. Aber es hat nicht sollen sein. Ja, dann entlasse ich euch mit diesen Bildern. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wie gesagt, wenn ihr da Fragen zu habt, fragt mich. Wenn ihr vorhabt, die Duftlampe des Monats zu bestellen, macht das bitte bei Zeiten. Wartet nicht so lange. Ihr habt es gesehen im letzten Monat, wie schnell die ausverkauft war. Und Vorbestellungen nehme ich gerne entgegen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Genießt das Wochenende. Ich werde morgen noch meine VIP-Pakete fertig packen, meine Kataloge bekleben, Duftproben gießen, was man halt so macht beim Katalogwechsel. Und werde dann Ende des Monats anfangen, die Kataloge zu verschicken. Ich werde euch dann natürlich auch, wenn es nicht mehr weit hin ist, den neuen Katalog hier zeigen. Ich werde euch den neuen Katalog vorstellen. Ich werde euch die neuen Duftlampen zeigen. Und ja, sobald meine Duftlampen dann irgendwann da sind, werde ich euch natürlich auch die Lampen, die ich bestelle, in Live zeigen. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Weil da kommen wirklich hammer schöne Lampen. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Und ja, wer jetzt noch sparen will, kann natürlich jetzt im Januar immer noch mit 10% Ermäßigung im Katalog bestellen. Denkt an die Mini-Duftlampen. Die bekommt ihr jetzt noch für 28 statt 35 Euro. Oh, sorry. Und ja, genau, da könnt ihr noch eine Menge sparen. Ich weiß nicht, ob es die Valentinstagslampen noch gibt. Habe ich auf jeden Fall auch bald hier. Zeige ich euch auch in Live, wenn sie da ist. Und ja, das war es erstmal von mir zum Thema Duftlampe des Monats Februar und Duft des Monats Februar. Da hat Sensi sich wieder was Schönes ausgedacht und ich freue mich auf jeden Fall drauf,
auf die neue Saison, auf die neuen Düfte und natürlich auch auf unsere neue Duftlampe des Monats. Wenn ihr jetzt sagt, wow, die passt bei mir super hin, ich finde die total schön, dann meldet euch bei mir oder geht am 1. Februar auf meine Website und bestellt sie euch. Ich wünsche euch alles Liebe, ich wünsche euch alles Gute und bleibt mir alle gesund. Bis dahin, liebe Grüße. Ciao.